Ja, der Bubi heilt so noch zu uns rüber in die Künstlerlounge, aber musikalisch geht's jetzt in ein bisschen anderes Fach mit der 13-jährigen Laura Kamhuber. Ich grüße dich. Hallo. Jetzt geht's gleich auf die große Bühne. Ja. Was sind die Gedanken, die dir jetzt gerade durch den Kopf schießen? Aufregung, aber ich freue mich auch drauf. Also eine Mischung aus beiden. Freude, genau. Aber doch auch Nervosität. Ja. Du bist ja mit Chili weitergekommen, mit der großen Chili-Chance. Ja. Das bedeutet, die Zuseher haben dich weitergewählt. Wie hast du denn davon erfahren? Ich war in der Schule und meine Mama hat den Anruf entgegengenommen. Und wie ich halt nach Hause gekommen bin, habe ich halt nichts gewusst. Und da ist eine Videokamera gestanden und drunter war ein Zettel: Du bist dabei bei der großen Chance. Wie aufregend. Ja, und dann sind halt ein paar Verwandte von der Eckenvierer gekauft. Und haben sie alle gefreut mit dir. Alles auf Video festgehalten sozusagen. Ja. Deinen heutigen Auftritt werden wir auch festhalten mit 20 Kameras, die gleich ganz scharf auf dich gestellt sind mit deinem großen Auftritt. Mami, Sabine hier bei mir, Pascal, dein Bruder hier bei mir und der Josef, dein Papi. Wir drücken dir alle fest die Daumen und jetzt geht's los. Mit die Glücksbärli, nimmst mit? Nein. Mami, passt drauf auf. Toi, 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 auf die Bühne, meine Liebe. Die Laura. So, und ihr drei, da schauen die Eltern, schaut die ganze Familie noch nach. Ihr seid natürlich wahnsinnig aufgeregt. Wie lange hat sie denn geprobt? Wie oft habt ihr das Lied schon gehört? Naja, gehört haben wir schon etliche Male. wir können, glaube ich, alle mitsingen. Ja. Aber wir sollten es nicht, muss ich leider dazu sagen. Okay. Weiß nicht, das Talent von der Tochter. Das Talent also nicht in der ganzen Familie, so wolltest du das? Nein, das ist sehr konzentriert auf sie alleine. Okay. Also sie hat geübt, weiß nicht, eine halbe Stunde am Tag. Schauen wir mal, ob es sich ausgezahlt hat. So. Was sind die letzten Worte, die ihr jetzt auch mitgeben wollt? Dass wir stolz auf sie sind, ja. Egal was passiert. Auf alle Fälle. Wir sind alle stolz und fieber mit der Laura und drücken natürlich auch fest die Daumen. Die Laura Kamhuber jetzt bei der großen Chance. Ich bin die Laura Kamhuber. Ich komme aus Amaliendorf, das ist ganz oben im Waldviertel und ich werde singen. Mir gefällt es halt, wenn bei Volkstümlich die Leute mitklatschen und mitgängen. Und ja, das macht mir einfach Spaß. Er kann groß sein, doch kein Lauf, muss er sein. Ob er ist, ob er ist, das ist völlig allein. Der Auftritt war einfach toll, entzückend und hat uns ganz, ganz viel Sonne hier ins Studio reingebracht. Doch trotz der 4+ schaffte es Laura nicht direkt ins Halbfinale. Sie musste sich dem Publikumsvoting bei Chili stellen. Und wurde als erste Kandidatin vom Publikum fürs Halbfinale nachnominiert. Ich finde es super, dass ich nochmal eine zweite Chance bekommen habe und das freut mich halt voll. Wir freuen uns riesig drüber und sind richtig, richtig happy drüber, oder? Ja, voll. Und das ist eine tolle, ich finde, das ist eine tolle Chance für die Laura. Ja. Jetzt, wo die Laura noch einmal die Möglichkeit hat, wird sie sich sicher ein tolles Lied dafür aussuchen, wird das Publikum überraschen und hoffentlich die Bühne rocken. Ich hätte schon da ein Lied im Visier und das will ich dann singen und das ist auch wieder so Volksmusik. Und das ist jetzt die große Chance für Laura Kamhuber. Super, danke. Trotzdem machen's Urlaub auf dem Bauernhof. Huh, als
ja, bei uns ist nicht nur alles Mist, ganz im Gegenteil. Und falls ihr es noch nicht wisst, ich bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz. Denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz. Ich bin ein Dorfkind, was kann schöneres sein? Danke. Dein Applaus. Danke. Laura Kramhuber, komm nach vor zu mir. Das war sensationell. Es hat noch richtig viel Spaß ausgeschaut. Hat dir Spaß gemacht, oder? Ja, voll. Ja? Ja. Sag einmal, die Nervosität jetzt auf alle Fälle verflogen. Es fällt alles ab. Ja. Was ist denn das Tolle dran, ein Dorfkind zu sein? Ja. Einfach alles, das Land, einfach die frische Luft und alles. Hast du dir eigentlich schon Gedanken gemacht, irgendwie, was du mit 100.000 Euro, ich meine, das ist ein Batzen Geld, was du mit der ganzen Kohle machen würdest? Also ich rechne nicht damit, dass ich gewinne. Aber wenn, dann... Naja, da lass es, also das ist, glaube ich, nicht mein Problem. Okay. Es könnte aber zu deinem werden, ne? Schauen wir mal, was die Jury sagt. Peter, was war denn der Grund, warum ihr die Laura nicht ins Halbfinale lassen wolltet? Ich glaube, du hast irgendwie gesagt, man könnte ihr die Kindheit stehlen. Wer fängt an? Ich? Peter. Also, du bist schuld. Ja, ich bin schuld. Dankeschön. Erstens einmal habe ich das Gefühl, dass unsere liebe Kleine hier seit ihrem letzten Auftritt schon erwachsener geworden ist. Die ist richtig gewachsen. Zweitens, glaube ich, sie ist für diesen Beruf geboren. Die steht da in einer Art oben auf der Bühne, wie ich es noch nie von jemand in deinem Alter gesehen habe. Du wirst Karriere machen, völlig egal, was da heute passiert. Du bist für diesen Beruf geboren. Es ist einfach großartig, was du machst und ich bin begeistert. Beim letzten Mal war ich es nicht, jetzt bin ich es. Du gehörst für mich nicht mehr in den Kiddie Contest, du gehörst zur Kasse der Großen und du hast live gesungen, richtig? Ja. Wow, geil. Danke. Keine Mini-Playback-Show hier. Live, live, live. Danke. Also danke nochmal an alle Zuschauer, die dich trotz allem dank der Chili Chance einmal weitergewählt haben. Sabine, wie war das bei dir? Warst du mit 13 standst du auch schon auf so einer großen Bühne? Nicht auf so einer großen, aber ich bin auch schon auf der Bühne gestanden und ich bin aber trotzdem volle von den Socken, wie du das halt professionell runtergefetzt hast du. Du singst spitze. Du heruntergefetzt, bewegst mein Freund. Dich super. Du hast danke. Tolle Haxen. Die Leute haben sie. Du hast das Publikum hinter dir. Wir haben die ja eigentlich aus Vorsicht wieder heimgelassen. Und jetzt lassen sie dich halt noch nicht heimgehen. Und ich hoffe, du gehst nur ein bisschen weiter. Danke. Ganz toll. Wir geben jetzt hier Plus oder Minus, wa? Sido! Sollen wir Plus oder Minus du geben? Du bist dran, schauen wir mal. Ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass die Zuschauer von diesem Dominik Hampel da bei Chili, dass die, dass die dich weitergewählt haben. Bin ich sehr froh drüber. Deswegen gibt's von mir ein Plus. Danke. Von mir nicht. Von mir gibt's 2 Plus. Danke. Du bist der beste Beweis dafür, dass zweite Chance oft im Leben entscheidend ist. Danke. Mir imponiert, dass du keine Chance auslässt, hier in Österreich Freunde zu machen. Erstaunlich. Dankeschön. Danke. 4 Plus für dich, Laura Kramhuber. Ich drücke dir die Daumen. Wir sehen uns mit der Absolut Eltern. Ich wünsche